Hallo, hier in diesem Video springt ihr direkt in ein Spiel Celadon gegen Mali mitten rein und seht, wie es nach einem alternativen Zug weitergehen kann. Wenn ihr dafür hier seid, super. Falls nicht, seht ihr jetzt hier oben eingeblendet das ursprüngliche Spiel und könnt auf die Infokarte drücken, um euch zuerst das anzugucken. Genau, aber jetzt gucken wir, was hätte passieren können in Zug 5, wenn ich nicht zu einem Dreier aufgewertet hätte den Sprössling, sondern mit dem Mali 1 weiter nach oben gegangen wäre, damit Druck aufbaue auf den Abgesandten und schauen mal, was dann der Celadron-Spieler gemacht hätte. Und er entscheidet sich jetzt hier für einen feigen Celadron-Trick. Er geht nämlich einfach durchs Portal und haut ab. Das muss man immer beachten. Und das macht auch die Celadron stark, wenn man das auf der Liste hat. Denn die Celadron leben ja sehr davon, dass sie genug Triggerpunkte haben, um sich wieder starke Figuren reinzusetzen. Und durch dieses Abhauen durchs Portal kann man halt gerade, wenn man auf der einen Seite nur seinen Abgesandten und das Portal stehen hat und mehr auf der anderen Seite Druck macht, schnell seinen Abgesandten auch auf die andere Seite bringen. Und der Gegner hat dann erstmal auf der Seite, wo der Abgesandte war, Druck gemacht und steht da dann erstmal etwas leer. Also immer was, woran man sowohl als Celadron-Spieler denken kann, als auch als der Gegner dran denken muss, dass das Portal nicht nur offensiv, sondern auch defensiv genutzt werden kann. Das ist ja jetzt ein Spiel, das wir quasi wieder zurückgesetzt hatten, nachdem wir zu Ende gespielt hatten. Deswegen war uns jetzt aufgefallen, dass wir noch Würfel wegwerfen müssen, die wir zuvor im Spiel verbraucht haben. Und das haben wir noch schnell gemacht. Und jetzt geht es mit dem Zug von den Mali weiter. Ich gehe mit dem Sprössling einen zurück nach rechts und setze dabei eine Goldfrucht, um eben genau nicht in das Problem zu laufen, dass ich irgendwie meinen Mali abtausche und dann keine weiteren starken Kreaturen mehr ins Spiel bekomme. Celadron-Spieler bekommt einen Triggerpunkt und gibt dann die drei Triggerpunkte aus, um sich einen Dreier reinzusetzen. Immer gut gegen einen Sechser, denn ja, jetzt ist erstmal seine Ruine da unten beschützt. Ich kann den Sechser ja auch nur splitten in den zwei, in drei Zweier, die dann aber in meiner eigenen Zone stehen. Das heißt, ja, ich komme da an die Ruine einfach erstmal nicht mehr dran. Zumindest nicht mit meinem Sechser. Ich habe mittlerweile wieder 9 Triggerpunkte. Man sieht hier, es gibt extrem viele Triggerpunkte, sehr schnell. Und man muss so ein bisschen gucken, dass man die Balance findet bei dem Mali zwischen Druck machen, neue Goldfrüchte reinsetzen und diese aufwerten, damit man die Triggerpunkte auch sinnvoll nutzen kann. Deswegen bewege ich jetzt auch erstmal den Sprössling noch zur Seite, setze noch eine Goldfrucht rein, damit ich direkt zwei Sachen habe, die ich dann aufwerten kann. Und falls der Celadron da ankommt und mir Druck machen möchte, kann ich ja auch zu einem Dreier aufwerten und mich entsprechend schützen. Der Abu wird jetzt hier seinen Celadron aufspalten in genau einen Vierer und eine 2 auf das Portal. Wird für mich dann natürlich schon ein bisschen mit dem Mali da heikel, da er jetzt nur noch eine 3 neben einem Portal braucht, um ja, mein Mali zu bedrohen. Ich gebe jetzt 4 Triggerpunkte aus, um mir die Goldfrucht zu einem Schattenläufer aufzuwerten und damit etwas Druck auf die Abgesandten da in der Mitte machen zu können. Ich gebe keine 5 aus bewusst, weil der Mali halt dann durch den Dreier, der muss ja sich nur einmal bewegen und dann sind schon alle durch die Portalträger wieder geschützt, da der Portalwächter dann den Mali durch die Portalträgerin schlagen könnte. So. Und das ist halt bei dem 5er gerade nicht. Das ist gegen die Celadron. Wenn die nicht selber schon irgendwie einen Sechser am Portal stehen haben, wofür man halt recht viel Zeit braucht erstmal, kann es schlauer sein, erstmal selber auf einen Fünfer zu gehen, da die halt die Portalträgerinnen schlagen können und nicht dann selber von einem Dreier geschlagen werden können. So, hier wird jetzt die Portalträgerin aufgewertet zu einem Portalwächter, setzt somit meinen Mali unter Druck.
Ich kann da jetzt reinschlagen und 5 Punkte gegen 6 Punkte tauschen. Oder ich kann mich splitten und wieder drei Zweier in meiner eigenen Hälfte aufstellen. Erstmal bekomme ich aber Triggerpunkte. Ich schlage dann auch tatsächlich hier rein und tausche, wie gesagt, 5 gegen 6. Meine Idee dahinter war so ein bisschen, dass ich einerseits seinen Portalwächter noch weiter von dem Portal wegziehe und dass, wenn ich jetzt wieder mich in Zweien splitte, in die eigene Hälfte gehe, der Kampf mehr in meiner Hälfte ja, eintritt und er dann die Bonuspunkte bekommt und das natürlich auch wieder viel Zeit braucht, wenn ich mich da eher wieder von den Zweiern hoch aufbaue und er dann halt sich einen Sechser machen kann aus seinen beiden Vierern und dann schon die Triggerpunkte hat zu explodieren und dadurch halt auch viele Punkte quasi gratis bekommt, mir viele Würfel wegnehmen kann. Deswegen hier an der Stelle das Schlagen in Tausch 5 gegen 6 in der Erwartung, dass es schlechter für mich aussieht, wenn ich quasi das Spiel noch weiter hinaus zögere. Und genau, dann der Zug mit dem Schattenläufer, um hier Druck auf die Viere zu machen, ist ja momentan die stärkste Kreatur auf dem Feld. Abo reagiert darauf, indem er den Abgesandten 1 nach vorne schickt. Ich kann jetzt da dazwischen gehen und bedrohe jetzt gleichzeitig die Abgesandten und die Portalträgerin alle gleichzeitig. Er hat einen Triggerpunkt mehr und kann sich jetzt einen Fünfer rein tun. Kann natürlich hier den Zweier schlagen und bekommt dafür weitere drei Siegespunkte, mit denen er bei 9 ist. Und ich muss dafür aber auch zwei Würfel weggeben, was gegen die Celadron immer recht stark ist. Und ich kann jetzt die Portalträgerin schlagen für 3 Punkte oder den Abgesandten für 4, bin dann auch bei 9. In diesem Video seht ihr jetzt, was passiert, wenn ich den Abgesandten schlage, aber wieder oben könnt ihr klicken und gucken, was passiert, wenn ich die Portalträgerin geschlagen hätte. Denn auch das ist recht interessant. Wir spielen aber erstmal hier weiter. Aktuell kann ich jetzt das Portal schlagen und damit den übrigen Punkt, der mir noch fehlt, bekommen. Abo hat jetzt 6 Triggerpunkte. Kurzer Hinweis, wenn er mit seinem Abgesandten oben die Goldfrucht schlägt, bekommt er dafür keine Punkte aufgrund der Regel falsches Gold. Die wird einfach wieder bei mir in die Reserve gelegt. Was aber Abo machen kann, um sein Portal zu schützen, ist genauso viele Portalträgerinnen oder mehr Portalträgerinnen zu haben als Portale. Dafür setzt er jetzt eine Portalträgerin rein. Dadurch ist dann das Portal geschützt und er hätte auch das eins von den Portal oder das Portal auf seiner eigenen Leiste noch aufwerten können. Diese Variante ist aber tatsächlich besser, weil wir genau in der Situation sind, dass er jetzt im nächsten Zug 6 Punkte hat und sich hier einen Celadron reinsetzen kann, der dann neben dem Portal steht und somit einen virtuellen Siegpunkt generiert und gewonnen hat. Also herzlichen Glückwunsch an die Celadron, auch in dieser Variante genau um einen Triggerpunkt quasi und einen Siegespunkt gewonnen. Ja, ich hoffe, man konnte sehen, was ich mit diesem Format quasi mit den untereinander verlinkten Spielen mit Zugmöglichkeiten erreichen möchte. Hier dann tatsächlich deutlich enger das Spiel, wirklich um so einen Zug, um einen Triggerpunkt, um einen Siegespunkt dann doch wieder verloren. Das heißt, hier an euch der Auftrag, wenn ihr denkt, ihr könnt dem Mali irgendwie zum Sieg verhelfen, vielleicht in dieser Variante noch besser, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen und dann wird auch das wieder hier in dem Video verlinkt. Bis dahin, viel Spaß!